nur aus diesem Grunde, weil es hier eigentlich logischer ist. Denn wenn man unten einen Baum fällt, was macht das denn? Wenn man unten einen Baum fällt, kippt er ja um. Und den ganzen Rest Holz kriegt man dann durch natürlich ja auch. Und ich will nicht das Let's Play mit Holzfällen verwursteln. Und ich meine, es ist doch nett, oder nicht? Es kann keiner sagen, dass das gecheatet ist, denn es ist realistischer als die Anti-Schwerkraft-Baumfällerei bei Minecraft. Und wir brauchen ja eh nur Birkenholz, das andere Holz haben wir ja noch genug. Ah ja, hier wächst es alles. Hier ist es ziemlich licht, merke ich. Das machen wir auch noch alles besser. Genau, Kürbis. So, beim Kürbis haben wir später eine Laterne rein. Aber momentan haben wir noch zu wenig Kürbisse, als dass wir da einen verschwenden können. So, den Flur, den könnten wir jetzt erstmal ein bisschen ausweiten. Von der Breite her ist es okay so. Finde ich. Ich meine, doch, kann man machen. Ein Dreierflur ist mir zu kurz, ein Viererflur ist... Obwohl, ist ja auch schlauer, ein Viererflur. Aber wir müssen da ja eh noch einen für die Wand rausmachen, deswegen war das eigentlich ganz gut so. Ja, ich bin passiv schlau. Mir fallen Sachen eben eher so einfach so ein, als dass ich drüber nachdenken muss. Wie weit machen wir denn jetzt mal die Tiefe rein? Ich denke mal so. Der wird noch richtig lang. Wir könnten natürlich auch ein Treppenhaus noch so tiefer machen, dass wir die Zimmer dann noch so machen. Soll eine Basis werden und nicht einfach nur einen Flur. Mal gucken. Aber den ersten Raum haben wir schon mal fertig. Nö, ne? Peinlich. Wer sich gerade gefragt hat, was ich jetzt meinte mit peinlich, wir haben das Lied drin, das wir als allererstes gespielt haben am Anfang. Heißt, wir sind schon durch. Decke müssen natürlich auch noch alles rauszwiebeln. Wir treffen bestimmt gleich auf unser Creeper noch. Ne, tun wir ja nicht, ist ja viel zu weit weg. Den Boden müssen natürlich auch alles raushauen. Da habe ich auch schon eine super Idee. Habt ihr mich darauf gebracht, als ich über die Vierer so Boden der Dach gedacht, nachgedacht habe? Denn mit der Symmetrie, es ist ja unterirdisch, also etwas nebensächlich. Natürlich wird auch alles so aussehen, zum Beispiel mache ich hier jetzt auch zwei Türen rein. Aber ich mache es jetzt nicht genauso breit wie oben das Haus. Verlangt ja auch keiner von mir. Oh.
weil das hier eigentlich relativ schlau ist, wie ich mir das, also relativ nicht schlau ist. Denn hier kommt der Deckel. Nicht Deckel, hier kommt der Wand. Hier kommt der Deckel hin. Ah ja. Das ist kein Schimmer mehr, wo ich bei ihm labern soll. Oh. Themen. Gib mir mal ein paar Themen. Los, komm mal her. Komm du jetzt mal her und gib mir mal ein Thema. Adresse findest du im Telefon. Nee. Machen wir einen neuen Raum fertig. Dann sollte ich auch schon wieder die Aufnahme beenden nach fast 2 Stunden Aufnahme. Heißt, machen wir noch die 2 Stunden voll und dann ist der Ende. Dann habe ich auch genug vorproduziert für die meine Tage in Abwesenheit. Ah, ich könnte natürlich jetzt noch über was Aktuelles schwafeln, aber... Ach, mache ich jetzt einfach mal. Habt ihr denn auch Schlag den Raab gesehen? Ich hab's gestern gesehen. Ja, was heißt das wohl, wenn ich gestern gesehen habe? Entweder habe ich gestern die Wiederholung geguckt oder ich habe gestern das Live geguckt. Ja, dann müsst ihr jetzt mal drüber grübeln. Das ist natürlich jetzt auch für euch, gucken wir jetzt nur eine Woche her. Aber... fange ich besser jetzt damit an als irgendwann in 3 Monaten über diese Folge, wobei es ja bald wieder neu ist. Ist schon so eine Sache, man schlagt den Raab. Ich find's relativ witzig, dass die da wirklich um so viel Geld kämpfen. Aber ich finde es natürlich auch beeindruckend, wie dieser Stefan Raab alles immer sowas von souverän meistern kann. Ich glaube, er hat, ja, das glaube ich, ich habe es ja gestern erst gesehen. Er hat gewonnen. Und ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden, der das nach einer Woche spät. Okay, das liegt doch gerade erst. Der das nach einer Woche später erst gucken will. Aber er hat ja gewonnen und das auch noch relativ knapp, obwohl er ja krank gewesen ist. Was noch beeindruckender war. Aber das ist schon so eine Sache bei dem. Der macht da eigentlich wirklich beeindruckend. Wenn er wieder so Athleten oder richtige Muskelmänner, also richtig sportliche Kerle, die ihm auch körperlich total überlegen sind, wie er die dann einfach mal niedermacht, einfach nur, weil er es kann. Besser gesagt. So. Ich muss jetzt kurz mal gucken, wie das aussieht. Wenn dessen Nüdel Tetris in der im Hintergrund. Gibt's einen Mod, mit dem man Wolle so wie bei Glas in die Übergänge wegmachen kann? Denn sonst sieht das eigentlich relativ teppig aus. Dann kann man mal hier so. Und hier so. Auch so einen Teppicheingang machen. Ja, doch, könnte man einen machen. Kann man machen. Da muss ich zum einen jetzt ganz viel Blumen farmen und zum anderen. Dingens, Kirchbums. Ach, es ist Nacht. Pennen wir mal schnell, bevor die Viecher wie unser Hab und Gut kaputt trampeln. Können wir jetzt erstmal eben Dingens Kirchenbums machen. Und zack, das sind 8. 8 reichen wir lange noch nicht.
kriegen ja eh nur... Ne, wir kriegen noch relativ viel voll. Na komm. So, 40. Mal schauen, das reicht auch noch nicht. Kein Creeper? Nee, kein Creeper. Oh, mir kitzelt die Nase auf, den muss ich gleich niesen. Ja, da hat so ein blödes Skelett und der war hier was kaputt gemacht. Wie mache ich denn Skelett sicher? Nee. So. Spinnensicher können wir es zwar nicht machen, aber... Ist egal. Und jetzt... Ich gerade, wie ich das am schlauesten mache. Hier stehen die ganze Zeit Tintenfische im Hintergrund. Hallo? Achso. So, jetzt kann man eigentlich auf keinem Wege rauf. Dann einfach hier lang. Wobei, dann kommen wir da ja auch nicht mehr hin. Ach, dann mach ich da hinten einen Cutter oder so. Oder... Sollte ja nicht genauso gut funktionieren. Gewöhnungsbedürftig aus, aber na gut. So, obwohl wir hier auf dem Wasser... Ach, ich blöd, man. Hier auf dem Pilzen wäre eh sicher. Müssen wir halt nur ausleuchten, damit hier nichts spawnt und ich mir fällt die ganze Zeit Zaun ins Wasser. Also, von hier aus kann ich noch hier hoch. Von hier aus kann ich noch hier hoch. Aber jetzt kann ich von hier aus noch hier hoch. Jetzt kann ich von hier aus noch hier hoch. Mist. So. Jetzt dahin will, komme ich da nicht mehr hin. Sieht jetzt komisch aus, ich weiß. Okay. Warum nicht? Oh. Hier kommen wir nur so gerade hin. Das sieht jetzt zwar sowas von gar nicht symmetrisch aus. Aber... Ne, 1, 2, 3 noch runter. Ne, ich glaube, das muss ich machen, dass sie das doof ist. Sieht zwar so schon doof aus, aber... Sieht das nicht so doof aus. Habe ich alle Zäune? Ja, ich denke. Heißt...
2, 3. Und dann hier runter. Passt gerade so, glaube ich. Ja. Na, geht doch. Es ist zumindest von oben schon mal sicher. Jetzt kommt man da nicht mehr hin. Jetzt kann man hier einfach mal so ein Zaungatter hinmachen. Oh, perfekt. Zack, zack. Nee, zack, zack. Und... gut. Das könnte man natürlich nur mit ganz viel Glück einfach so machen. Aber... ich glaube nicht, dass die Monster so schlau sind. Ich nehme gleich mal ein bisschen Wasser mit. Haben wir noch eine Hacke mit? Ja. Und damit wäre der Zaun oben schon mal fertig. Das reicht. Und das war's auch schon wieder. Denn somit sollte es eigentlich halten. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin habe ich dann schon wieder die nächste Baute in Planung. Habe ich jetzt schon, aber bis dahin bauen wir uns dann das nächste große Monument. Und bis dahin würde ich mal sagen, folgt uns mal auf Twitter oder auf Facebook, denn habe ich genug Leute, kann ich auch mal Twitter-Aufnahmen machen. Und natürlich für ein Abo und für jeden Klick freue ich mich total. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Bajim.